Wenn ich hier sogar in diesen Labyrinth mal auftauchen könnte, dann Prostmahlzeit. Okay, hier kommen wahrscheinlich diese Blitze, die kennen wir auch schon, wenn ich so diesen Boden gerade betrachte. Aber. Okay, ich muss einfach nur Ebisumaru schnell und langsam bewegen. Okay, das wird auch easy. Okay, und da kommen Teppiche hin. Das ist alles anreizwitzig. Okay, wir warten. Sonst habe ich gleich keinen Boden unter den Füßen. Habe mich schon gerade gefragt, wie ich da überhaupt rüberkommen soll. Aber damit ist diese Frage auch geklärt. So, da sind drei Stellen mit Blitzen. Aber es läuft. Es ist gerade zur schönen Entspannung. Und nicht allzu schwierig. Okay, jetzt wird's knapp. Reicht aber. Nein! Zu früh. Knapp daneben ist auch vorbei. Hätte noch einen Mo Moment mehr warten sollen. Naja, gut. Dann machen wir es in diesem Versuch. So. Okay, Teppich, hau ab. Da ist er wieder. So, schnell, schnell, schnell. So, schnell rüber. Das schaffe ich auch noch. Okay, jetzt warte ich erstmal auf den Teppich. Ein bisschen strategisch vorgehen. So, und gleich haben wir es geschafft. Also wenn da die ganze Welt jetzt aus diesen Blitzplattformen hier besteht, dann Prost Mahlzeit. Aber gut, das war machbar. Das war wirklich ein Kinderspiel in 5-1. Katsching! Es gibt wieder Scheiter. Und es gibt wieder zerbrechbare Blöcke. Okay. Gut, dann laufe ich da erst im Zickzack. Dann kriege ich schon mal den blauen Schalter. Dann mache ich das da genauso. Dann kriege ich den Pass. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Wie schon gesagt, ich will hier einmal im Zickzack laufen. So schnell wie so machen. Damit wir keine Zeit verlieren. So, und hier muss ich die nach unten schicken. Und weil es so schön war, läufst du noch einmal im Zickzack. Und dann einfach nur ganz gemütlich noch rüber. Wobei, wie muss ich laufen? Achso, gut, wenn ich jetzt hier will. Nicht, dass ich da jetzt noch einen dummen Fehler mache. Aber nee, das hat geklappt. Yes! Grandios! So. Okay, da oben sieht es so aus, als wäre irgendwie eine Kante abgebissen. Irgendwie schon. Okay, also ich brauche auf jeden Fall wieder dieses Gewicht. So komme ich. Okay, ich habe wieder wenig Pfeile, die ich bewegen kann. Das erste, was ich auf jeden Fall kriege, ist diese Schalter. Für was? Weil ich sehe keine Brücke, die ich hier irgendwie aufbauen muss. Deswegen habe ich gerade ein paar große Fragezeichen über den Kopf. Wenn ich mich da oben hinwippe, bin ich wahrscheinlich tot, ne? Nee, ich muss da sogar hoch, ich verstehe. Na gut, ich würde sagen, ich laufe einfach los und den Rest mache ich dann gleich spontan. Okay, da muss ich sogar schnell weg. Sonst wird Ebisumaru platt. So lang. Dann lenke ich dich darum. Dann kommst du hier runter. Moment.
Genau, und so kommst du schon mal zum Pass. Wie musst du dann zum Ziel laufen? Zurück? Ich darf den ganzen Weg dann... Okay, verstehe. Es geht aber irgendwie nicht so ganz auf. Wie muss ich ihn jetzt schicken? Moment. Ach doch. Genau. Einfach nach oben. Dann kommt er hier lang. Ne, dann sitzt er auch in der Sackgasse. Scheiße, ich hätte ihn an... Ja, Moment, geh nochmal zurück. Links muss ich ihn schicken. Da lag mein Fehler. Okay, jetzt ist nur die Frage. Also da geht er auf jeden Fall runter. Dann läuft er da im Zickzack ins Ziel. Okay, das kriegen wir hin. Ja, das haben wir sicher. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich jetzt nicht irgendwie noch von irgendwas da oben treffen lasse. Yes! Easy! Level 5-4. Auch wieder gegnerfrei, sehr schön. Hier gibt es wieder Teppiche, ne? Okay, als erstes läuft er sowieso darunter. Aber ich muss sowieso darüber, aber ohne Schalter komme ich eh nicht weiter. Gut, dann weiß ich schon mal, wie der erste Weg aussieht. Da muss ich jetzt nur noch überlegen, wie ich am besten jetzt dann auf diese Schalter zugehe. Und zwar so, dass ich dann jeden drücke. Ich würde fast sagen, ich fange mit Lila an. Oder nee, Quatsch, mit Blau wäre am einfachsten. Genau. Gut, machen wir so. Ah, beziehungsweise... Und danach hole ich mir erstmal den Passierschein. Wo laufe ich danach eigentlich? Moment. Okay, dann geht's da wahrscheinlich wieder zurück, ne? Gut, machen wir das erstmal so. Und dann sehe ich ja, wie ich vorgehen muss. Jetzt ist die Frage... Okay, ich hätte das wahrscheinlich auch im Anlauf geschafft. So, dann her mit dem Passierschein. Ah ne, dann geht's hier weiter. Oh, okay. Gut, dann muss ich jetzt nur noch grün und lila kriegen. Lila ist jetzt auch kein Problem. Okay, das war jetzt auch wieder haarscharf. Und bei grün muss ich gerade überlegen, wie ich jetzt am schlauesten dafür laufe. Ich glaube, da muss ich Ebisumaru unten lang gehen und da... Nee, das geht nicht auf. Unten lang gehen auch nicht. Grün wird knackiger. Gut, ich muss auf diesen Pfeil zugehen können. Muss nur jetzt wissen, wie ich dafür gehe. Genau so rum. Und dann komme ich eigentlich genau auf diesen Pfeil zu. Also genau, erstmal unten lang schicken. Na toll. Nein! Und tschüss! Nochmal. Der Anfang ist sowieso klar, wie ich den machen muss. Von daher muss ich da ja nichts groß anders machen.
Dann hole ich mir jetzt nochmal den Passierschein. So, dann lenke ich dich da unten lang. Dann läufst du so rum. Nee, nee, Quatsch. Erstmal, genau, lila noch machen. Darf ich ja auch nicht vergessen. Den hätte ich jetzt beinahe echt vergessen. So, dann jetzt aber so rum. Genau, dann gehst du so. Ah, das geht doch nicht auf. Doch. Genau, so muss es jetzt bleiben. So ist es korrekt. Jetzt nur noch an den Blitzen vorbei. Und dann habe ich auch diesen Schalter. Jetzt muss ich nur noch heile dahin kommen. Leichter gesagt als getan, ne? So. Okay, da muss ich auf jeden Fall, genau, Ebisumaru da lang schicken. Und dann nur noch nach unten. Jo, somit haben wir's. Wow. Auch schon eine etwas härtere Nuss diesmal. Aber es hat gereicht. Nur noch 3 Level. Dann ist die Welt 5 auch geschafft. Ach du Scheiße. Gut, jetzt habe ich dieses Scheißvieh wieder am Hals. Wobei, die springen nur von links nach rechts. Da brauche ich keine Angst vor zu haben. Das einzige Problem wird jetzt wirklich dann da hochzukommen, ne? Und ganz oben, genau, gibt es den Passierschein. Eigentlich ist das auch nicht schwer, ne? Ja, wenn ich den Passierschein habe, geht es runter. Ach, die Schalter muss ich auch noch drücken. Ach du Scheiße. So viel zu, das wird einfach. Jetzt ist die Frage, kommt der Fächer immer wieder? Nee, ne? Weil ich glaube, das ist gerade das Problem. Aber ich weiß, wie man auf jeden Fall gehen muss. Erst lila, dann geht's da rüber, dann komme ich zum Passierschein. Genau. Gut, ich glaube, ich habe einen Weg. Gut, jetzt habe ich natürlich auf den nicht aufgepasst. Scheiße. Na, einen Versuch habe ich wenigstens noch. Da muss ich erst schnell da durchflitzen. So. Genau. Okay. So, dann schnell nach oben drehen. Und eigentlich müsste das dann jetzt passen. Sofern ich das mit den Blitzen jetzt auch hinkriege. So, einen Moment warten. Gut, schnell rüber. Genau. Und dann komme ich eigentlich gleich schon problemlos zum Ziel. Ein leichtes. Jo, geschafft. Noch 2 Level. Trotzdem war das eine Leben jetzt verschenkt. Na, hoffentlich reicht es noch. Sollte ich das schaffen, werde ich in Welt 6 auf jeden Fall erstmal das Leben verbraten. Das ist das eine, was ich jetzt noch habe. Uiuiui. Ach, das wird auch schon wieder sowas. Sieht aber auch eigentlich nicht schwer aus. Der Trick liegt hier wieder dabei, die Pfeile dann im richtigen Moment umzudrehen. Und den Bisumaru jetzt zum Passierschein zu lenken. Wobei das auch nicht schwer aussieht. Doch. Doch, das ist... Wobei, nee. Den nach links, den nach oben, den nach unten. Genau, dann habe ich schon mal den Passierschein.
Da muss ich jetzt nur noch überlegen, wie ich da links rüberkomme. Das sieht auch nicht schwer aus. Gut, das habe ich auch. Moment, jetzt habe ich wieder. Genau, den nach oben war ich gesagt. Und den nach unten. So, dann habe ich schon mal den Passierschein. Den nach links, den auch. Jetzt bin ich nur gespannt, ob ich das richtig hinkriege. Ich kann die ja schon mal umdrehen. So, schnell. Flieg, Ebisumaru, flieg. So, zum Ziel kommen ist eigentlich auch nicht schwer. Sieht zumindest eigentlich nicht schwer aus. Nee, den muss ich noch rechts drehen. Und den. So, schnell. Okay, das war knapp. Ja. Nein, wir haben es doch nicht. Okay, ich habe Scheiße gebaut. Ich hätte nach unten lenken müssen. So, jetzt aber Ebisumaru. Wir haben es. Okay, ein Level noch. Dann haben wir hoffentlich Welt 5 hinter uns. Natürlich gibt es hier mal wieder einen Gegner und er wird mich verfolgen. Ich muss also einfach nur schneller als der Gegner sein. Okay, das kriegen wir hin. Ein leichtes. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht packen. Muss einfach nur den Rhythmus dieser Blitzdinger jetzt abwarten. Und dann haben wir das innerhalb von Sekunden geschafft. Ach ja, hier darf ich mich nicht mit ihnen kreuzen, sonst gibt es Probleme. Okay, aber ich denke mal, so kriegen wir es hin. Gut, dass das letzte Level hier wenigstens wirklich leicht ist. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich wirklich mit ihnen den Weg schneide und dann habe ich echt ein Problem. Deswegen versuche ich, mich da gerade ein bisschen mehr drauf zu konzentrieren, aber wir haben's. Welt 5 ist geschafft. Nur noch 15 Level, dann haben wir es durch. Hui. Sehr schön. Nächstes Haus. Was zur Hölle bist du? Okay. Wieder der nächste Boss, wie es aussieht. Wo bin ich? Und wer bin ich? Das kann ich dir auch nicht beantworten, aber ich weiß, dass hier vor mir wahrscheinlich wieder so eine Art Boss auf mich wartet. Oh Gott. Das kann wieder was werden. Habe ich wieder so einen Scheißhund. Natürlich habe ich wieder so einen Scheißhund hinter mir. Gut, die nächste Stunde werden wir ja verfliegen. Ach Gott. Der springt auch noch? Das ist wahrscheinlich eines dieser Tsujigiris. Die haben sich aber sehr verändert im Vergleich zu den Eingoemon-Ableger. Okay, aber ich habe schon den ersten Treffer gelandet. Er schmeißt Mini-Tsujigiris auf mich. Zu mir, oder? Ach du Scheiße. Das wird nervig. Was ist denn, die bleiben nicht ewig, dann geht's. Scheiße, das Ding bleibt ewig, ne? Kann man die auch ausschalten, indem die in die Häufchen treten? Weil sonst sehe ich echt schwarz. Ja, doch, dann verschwinden sie. Boah, ich hatte schon Angst. Aber immerhin habe ich schon mal zwei Treffer bei ihm gelandet. Wir kommen besser voran als bei den Sumo-Ringer. Weil der ist zumindest nicht so scheiße, dass er auf mich zurennt, wenn er mich sieht. Okay, das habe ich auch gerade so überlebt. Treffer 3. Okay, jetzt habe ich zwei von diesen Tsujigiris am Hals. Ich gehe unten lang. Ich muss einfach hoffen, dass diese Mini-Tsujigiris da in irgendeines dieser Häufchen laufen. Weil dann bin ich die nämlich schon mal los. Können aber auch einfach mal diese Platten drehen.
Gut, der nächste Treffer. Nächster Tsujigiri. Jetzt wird's stressig. Ich habe schon zu viele von denen. Okay, ei, nein. Nicht aufgepasst. Naja, nicht schlimm. So, ich wenigstens dieses eine Leben jetzt auch weg. Das lief eigentlich echt gut. Also ich finde diesen Boss tatsächlich erträglicher als den ersten. Obwohl der später kommt. Ne? No.